Gib mir einfach irgendwas, echt, ist egal. Großartig. Verlier Geld. Du hast dir ein Karaoke-Set zugelegt, das ist bestimmt teuer gewesen. Fick dich. Ist nicht teuer gewesen, fick dich doch nicht, also gut. Bald bist du reif für die Prüfung. Nein. Bühne, Prüfung, Bühne, was auch immer. Möbel? Ich möchte auch Möbel, Melinda. Ach, Chef, ich werde alles verlieren. Alles. Ich komm zurück. Oh, ich habe heute einen guten Tag. Carlotta und ich haben heute den Besuchern gemeinsam die Musterhäuser gezeigt. Ich habe viel von ihrer Erfahrung profitiert. Du bist doof. Ich weiß. Ist nicht sogar die Tochter vom Chef, ja, ne? Oder glaub, die Enkelin oder so ein irgendwie Shit? So. Ich habe, Ich gehe rein. Es ist schon Donnerstag. Ist mir zu gefährlich. Morgen Absturz. Ja, ich warte. Oder absolute Erhöhung des Todes. Aber ich muss jetzt hier leider abgeben. Also, da ich gewinnen würde aktuell, muss es jetzt richtig abstürzen. Ne, erst letzte Runde. Ah, hallo! Rainer, den habe ich gerade weggescheucht. Heute bin ich hier, der Samsel. Ich bin aber gar keine Ente, aber der Entertainer. Da weint sie gerade. So macht meine Frau auch immer, wenn ich aus dem wenn ich wieder nach Hause komme. Wenn ich da draußen gehe, ey, dann weint sie. Weil sie lachen muss, glaube ich. Aber egal. Weil mich so witzig, wenn ich aus der Tür verlasse, dann sage ich mal klopf, klopf, ich bin weg. Oh, aus? Ja, also ich kann mich auch ausschalten, aber heute nicht. Was sagst du, Lode? Das sind so niedliche Tiere und dann hast du diesen Scheißkopf. Was? Würfel der 1. Oh, 145. Vielleicht schlage ich da gleich zu. Ich glaube, das mache ich. Du siehst dir an, was die Leute so in der Fundgrube anbieten. Es macht Spaß, sich die verschiedenen Möbelstücke anzusehen. Möbel? Möbel? Hat jemand Möbel gesagt? Schwesterchen. Möbel? So, ich bin jetzt mal so frei, weil ich glaube, was Höheres werde ich nicht kriegen. Außer morgen kommt der größte Möbel? Abfuck. So, wir müssen uns das jetzt für immer antun, weil ich kann leider nicht schneller Möbel. Machen. Habt ihr schon mal Dekobeleuchtung gekauft? Alle? Na, no, das ist tausend geil. Alle. Alle. Hallo, G-Roy-D. Endlich bin ich bei dir angelangt. Morgen ist irgend so ein Pflanztag. Ja, da muss Gerd vorbeikommen eigentlich. Stimmt. Ach, kein Samselt. Ich habe meine Überstunden ausbezahlt bekommen. Endlich mal wieder. Ich liebe die Arbeit. Möbel. Das ist mein Fachgebiet. Ja, heute kommt Gerd. Ja, das denkst du. Das denkst du. Komm, Gerd, Alter. Okay, nö, cool. Gerd existiert nicht. Vielleicht werden wir Gerd so treffen. Geil. Bei deinem schlechten Tag nicht. Mhm. Du bist gestolpert auf die Erde. Obwohl Tag der Natur ist, hast du aus Versehen ein paar Blumen zertrampelt. Umweltschutz sieht anders aus, fick dich. Oh mein Gott, also das ist ja wirklich schlimm, Melinda. Und du nennst dich meine Schwester. Eins. Schade. Ein guter Tag oder ein toller Tag? Für Moritz ist das egal. Du betreust den Schlussverkauf. Ich habe gar nichts mit dem Naturtag zu tun, ich bin egal. Danke. Was ist toll, wenn du das wieder verliere? Na, pass auf, pass auf. Ein Relais-Fahrer, wie, jetzt geht es los. Er konnte euch Rüben, richtig geile Scheiße kaufen. Es geht weiter mit Rüben. Hallo. Heute kostet übrigens eine Rübe 100. Da würde ich aber 50. Zuschlagen, meinst du? Leider ja. 60 Jahre, ne? 100 würde ich immer noch zugreifen. 80. Ah, also, da schlage ich doch gleich ja, mit. Weil wir da, da sitzen wir Jahre, bis wir das fertig haben. Ja, und sonst so? Unangenehme Stelle. Was habt ihr heute so gemacht? Ja, also... Ja, oui, oui. Also heute habe ich mir Fußball geguckt von den FC Siegrids. Boah, heute habe ich 100.000 sogar mehr angemacht. Das wird wunderbar. Warum bist du so schnell und ich habe so lange gebraucht? Das Boah, wunderbar. Da habe ich richtig Geld gemacht. Und das müssen wir dann wieder drücken, wenn wir verkaufen wollen. Ja. Übrigens, der Preis stürzend. Ja, das erwarte ich auch. Da würden wir gar kein Geld mehr haben. Ach. 6. Die FC Secret sind oui, gut, gut. Links? Ja, genau, links. Magnifique. Magnifique. No. Wen fickt denn der Money? Du hast mit deinem Blog Geld verdient, du Influencerin. Was denn? Über Socken. Ja, natürlich. Wie finde ich meine Socke wieder? Ein Guide. Ein Guide. Wenn ihr dann eine Socke verloren habt, habt ihr alles richtig gemacht. Genau. Ich bin müde. Du hast am Wochenende Ballons auf der Einkaufsmeile verteilt. Wieso? Die Leute standen Schlange und du hattest alle Hände voll zu tun. Heute ist Ballon-Gratis-Tag. Oh, bin ich hat einen roten Ballon. Oh, Pennywise.
Sinkend. Okay, stabil. Gut, okay, okay, okay. Das ist in Ordnung. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Sigrid. Sigrid leider viel zu sehr verändern. Ich finde die Stimme. Ich sehe schon. Du bist eigentlich eine Sigrid. Flöt, Polizei, Melinda, also, Flöt. Ich habe jetzt erstmal noch zwei. Nein, Melinda, aus. Aus, Melinda, aus. Da weiß ich schon nicht. Der plötzliche Regenguss hat dir dabei geholfen, heute ganz viele Regenschirme zu verkaufen. Melinda, aus. Aus. Warum klinge ich ein bisschen wie Marge aus Simpsons? Warte, ich mir mal kurz gucken, was erwartet mich denn? Scheiße, 182, Scheiße. Ich warte einfach ab. Oh mein Gott, es wird schlimm für mich. Melinda. Erwartet mich eine große Belastung. Melinda. Ich komme jetzt zu dir hin. Oh. Das ist was ganz. 190, ich bin dabei. Erstmal Geld verlieren. Du warst im Büro für unerlaubtes Ausschalten, aber niemand hatte Zeit für dich. Du hast ein Andenken gekauft und bist gegangen. Kann er was kaufen? Ihr mögt mich nicht. Alter, ich bring den gleich um, okay? Ja, Mann, bring mir den um. Joghurt, ich hasse Joghurt. Okay, ich hau ja schon ab, ich liebe Joghurt. Ich, bei 190, gerne. Oh, ich hab rausgefunden, was schnell macht. Ja. Aber es gedrückt halten. Weil jetzt wollte ich ausprobieren, aber es klappt wirklich. Meine Tarotkarte. Meine Tarotkarte. Komm, wieder sammeln Sie, der kleine Hurensohn. Nein. Oh, ich nein. Bin's. Die Hurentochter. Oh, nicht schön. Ich möchte nicht schon wieder mit ihr spielen. Ich bin ein Hund und keine Katze. Hm. Tja, ich merke schon, das Spiel hasst mich wieder und ich werde niemals gute Sachen kriegen. Der Duft der Blumen hat dich nach draußen gekackt und nicht nur dich, sondern die Insekten auch und die haben dich auch voll gekackt. Und eine Mücke kam, hat dich erstochen. Ja. Nee. Wieso nicht? 130 ist ein voll gutes Angebot. Ich bin reich. Flöt! Ich muss mir eine Ohroperation machen. Och nein! Was für eine Ohroperation? Hi, schön, dich wiederzusehen. Du bist ein Loser immer noch, oder? Naja, egal. Schau mal, du hast gar keine Karten, aber lass uns ein Spiel spielen. Ach, ja. Und los geht's. Ich kann dir eine Flöt-Karte anbieten. Nein, heute spielen wir ein anderes Spiel. Setz dir diesen Helm auf den Kopf und in 2 Sekunden wird er explodieren. Außer du sagst mir... Das klingt nach einem guten Spiel. Das möchte ich spielen. Außer du sagst mir, ob sie kleiner oder größer ist, deine Karte. So wie dein Schwanz. Warte, 2 Sekunden habe ich Zeit? Warte. Oh. Wieso explodiert der Helm nicht? Mach jetzt. Okay, höher. Okay, jetzt ist aber kleiner, fick dich. Nein, hab natürlich Spaß gemacht. Ach, Gott sei Dank, es wäre jetzt ein bisschen viel Pech gewesen. Bitte schön, Moritz. Oh, und die 5 Felder will ich wieder haben. Ich hab gar keinen Helm. Das hat so viel Spaß gemacht, du kleiner Hurensohn. Ist dann meine Schwester eine Hurentochter? Ja, muss ja. Toll. Perfekt. Ich merk schon, dieses Spiel hasst mich. Ne 5. G-Roy, die sagt ja. G-Roy. Die. Hm. 131 ist doch gut. Ein Freund von dir hat bald Geburtstag. Du wolltest ihm ein Geschenk schicken, aber hast aus Versehen Sternis geschickt. Das liegt wohl in der Familie, diese Dummheit. Meine Schwester ist manchmal so wie ich. Flöt! Ach du Scheiße. Was ist denn 5? Ich meine nicht, dass es mich interessiert. Ah, Geld verdienen, das kann Moritz gut. Ja. 3. 3. Ah, was haben wir denn hier? Deine Chance, bei einem Preisausschreiben mittels Feng Shui-Deko zu erhöhen. Das ist Spanisch. Oh mein Gott, ich liebe Feng Shui, nachdem ich gesagt habe, ich hasse es. Aber Möbel. Vor allem diese spanische Ausdrucksweise hier. Ich küsse dein Herz, Jacques. Ach, komm, es noch höher. Das sind 5 Sternis. La Olla Welle. La Olla Welle, hat er gesagt. Das freut mich so. Da sehe ich. Ich bin Moritz. Bitte hilf mir. Geld. Hilf mir. Oh ja. Ja, das ist ein guter Preis. Du liebst das Geräusch von Regentropfen auf dem Dach, selbst wenn besagtes Dach undicht ist. Das macht sie glücklich? Moritz hätte geheult. Meine Schwester braucht wieder mehr Geld als ich. Ja, aber du bist trotzdem... Flex. Ich könnte kotzen bei meiner Schwester. Du verlierst jetzt alles. Flex, ich verliere nicht alles. Erst beim letzten Tag. G-Roy D, die letzte Stempelkarte. Ja, super viel Glück. Juhu! Ich
Ich bin glücklich. Dieses Spiel, wirklich, Multiplayer hasst mich einfach. Aber man muss jetzt auch wirklich mal sagen, du hast heute mal etwas teureren Kaffee bestellt. Man konnte den Unterschied direkt schmecken. Ja, das ist jetzt natürlich wichtig. Du hast recht. Das muss man schon mal sagen. Ich wollte nur mal sagen, du hast dich aber auch nie auf GYD konzentriert. Der oben rechts fehlt dir immer noch. Ja, na und, Alter. Ja, hättest du gewartet, hättest du Schwanken bekommen. Hättest gewonnen. Ich auf die Scheiße gekriegt. Nein, das hättest du sicher ich was Geiles. Dir. Ich sag's dir, ich zeig dir jetzt, was ich jetzt gekriegt hätte. Warum hast du noch zwei Tage Zeit? Scheiße, Moment. Ich wollte nämlich nach rechts gehen. Und hätte 31 gekriegt. Aber vielleicht ist unten ja was Höheres. Ja, viel höher. Hast recht. Ein Freund hat mit einem Makler, den du ihm empfohlen hast, weil es nur einen gibt, ein Geschäft abgeschlossen. Hast sogar Provision gekriegt, der alte Geizkrank. Ich liebe dich, Melinda. Wollen wir eine Insel eröffnen? Ja. Ja. Mach mal. 5. Geld? Ah, ich warte noch ab. Nee, letzte Runde mal. Da bin ich nicht auf so einem Pechfeldern. Du hast sogar keine Missetäterkarte mehr, also. Ich will Geld. Geld möchte ich. Du hast einen Brief von deinem Vergangenheitssicher erhalten. Oh mein Gott, ich liebe es, wenn ich mir selber Geld schicke aus der Vergangenheit. So oft wie er ein Minus ist, würde ich mir Sorgen machen. Heute ist ein Glückstag. Ja, wahrscheinlich macht er sich mal beabsichtigtes Minus, heute damit er bei solchen Schuldendingern seinen eigenen Brief zurückbekommt und sagt, ich bekomme Geld von meinem Vergangenheitssicher. Och, Junge. Pech. Heute ist der Glückstag, aber du hattest Pech. Loch. Also ich würde so ein Loch niemals treffen. Ich wollte das auf eine Beleidigung. Ja, ist ja auch klar, Moritz. Komm, ich setze einfach die 5er-Karte ein. Ich gebe Geld, damit ich Geld bekomme. Das ist mein Lebensmotto. Möbel. Heute ist Tag des Jätens, also hilfst du anderen Städten beim Unkrautjäten. Du bekommst sogar etwas Geld als Dankeschön. Oh mein Gott, ich liebe diese Stadt. Richtig schön. Wie heißt sie denn? Grunzhausen. Meine Schwester sagt aber, ich gehöre dahin. Oh, jetzt ist der Monat schon richtig vorbei. Ja. Sigrid. Ja, ich habe den Körper übernommen. Kannst du bitte Chuck reden lassen? Nee. Dann geht's hier leider nicht weiter. Ich bin der Sack. Rede nur weiter. Aber in den Sack. Weiter. Und wie lang? Französische ich Wörter. Oui, oui, Baguette. Das ist perfekt. Oh, so. Je suis Jacques. Et je suis très heureux de jouer de video game. Schönes Videogame. Oh ja, ohne wen und aber wie wie abgepfiffen heute Abend ist vorbei. Ach, Schwester, es wird unser letzter Auftritt zusammen sein. Ja, kann ich nicht einmal gewinnen, wenigstens? Willst du noch eine Runde spielen? Eine Scheiße, nein. Willst du ein Amiibo Festival 2? Ich will dein Geld, weil du scheiße bist. Du hast deine Erkältung eingefangen, so ein Käse. Ha! Das ist schade. Aber okay. Schwester, ich hab doch immer gesagt, wir sollen nicht draußen schlafen. Wir sind keine Hunde. Ja. Erzähl es deiner Mutter. Hallo! Erzähl es unserer Mutter. Der Regenbogen war schön, ich möchte ihn nochmal haben. Ich hab heute einen guten Tag. Du hast im Fitnessstudio fürs Gewichtheben einen Preis abgeräumt. Endlich, Ruhm, Reichtum und Muckis. Also langsam bin ich ja der Giga-Chat hier. Ja, Mann, ja, Manfred, ich bin Manfred. Ich hab keinen Namen. Muckis habe ich jetzt auch. Hey Chuck, ich habe Muckis. Dann siehst du wunderbar aus, reiner Workout. Ich bin super begeistert, deswegen wirst du gewinnen. Mhm. Ah, ich habe leider weniger Geld. Ich glaube, es wird schon knapp. Mhm. Schwester, schon mal die hier gesehen, diese Muckis? Mhm. Brauchst nicht sagen. Ah ja, ein neues Outfit für mich bitte. Cool. Fuck. Cool. Dankeschön. Ein neues Outfit für mich. Wie oft muss deine Spiele denn spielen, damit er alle Outfits hat? Oh, ich habe ein neues Outfit. Tschüss. Ah, mhm. Bye, bye. Gut, ich bin ein Giga-Chat weiß, geworden. Wie viele Dingens es gab? Schon viele, oder? Was? Gesichtsausdrücke. 7, dachte ich. Dann musst du bestimmt 7-mal das machen. Ja, Level 1 hast du ja schon, also wahrscheinlich. Was hat sie wohl für ein zweites Outfit? Wir können es gleich mal überprüfen, okay? Als Abschluss. Du musst ja nicht ins Spiel reingehen. Nur die Gesichtsausdrücke kannst du, glaube ich, erst in-game sehen. Da habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Aber wir können davor noch gucken, wie sie aussehen. Bye, Chuck! Ich hab Muckis. Ich hab Muckis. Meine Mama wäre endlich mal stolz auf mich. Aus mir wurde mal was. Mhm. Ich muss nur Amiibo Festivalen. Ja.
Hallo, ich bin der Moritz, yeah. 581. Ach, die werden zusammengezählt, wie viel man gesammelt hat. Also hättest du besser gespielt die letzten Male, hätten wir viel mehr Punkte bekommen. Ja. Ja. Das stimmt. Boah. Okay, reicht jetzt auch. Okay, also das war jetzt wirklich ein bisschen viel. Okay. Neue Kleidung. Ja, nehmen wir März. Zwei Spieler. Moritz darf zuerst gucken. Ich sehe scheiße aus. Boah. Aber es ist mein Workout-Outfit. Ich hab jetzt nämlich Muckis. Hm, wow. Das ist sehr originell, meine Melinda. Mein Arbeitsoutfit. Wow. Melinda, also ein bisschen enttäuschend. Ich mag den Regen-Outfit-Dings besser. Ja, also ich bin auch Moritz. Moritz ist auch Wenn cool. Wenn du noch einen roten Ballon hast, weißt du, was du dann bist? Pennywise bestes Opfer. Ich weiß nicht mehr, wer Pennywise ist. Das ist der Clown aus It. Ach so, okay. Kenn ich mich nicht aus, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Der Film, der Clown. Ich wollte als Abschluss natürlich noch ein paar Sachen kaufen. Ja, Einrichtungen. Also als erstes dachte ich mir, so kommt eine Waldlichtung, sieht doch schön aus. Hä, warum denn nicht die Beleuchtung? Das ist der Abschluss, okay? Aber so viel haben wir gar nicht. Doch, haben wir. Du musst 5. Nein, 3. 3 für eine Deko-Beleuchtung. Genau das will ich ja sitzen. Ich dachte, die Waldlichtung könnten wir hier machen. Siehst du, 3. Und jetzt als großartiger Abschluss hier. Ich möchte eine Einrichtung bauen. Großer Abschluss hier. Wir kaufen die Deko-Beleuchtung. Uiuiui. Also das wird jetzt hier schon ein großer Schritt hier. Ich würde sie eher von oben sehen wollen. Hier so. Was sagst du? Hier? Ja. Wunderschön. Die Deko-Beleuchtung. Oh mein Gott, Moritzhausen wird wunderschön. Schwester, ich hab Muckis, ich bin reich. Mir geht's gut. Deko-Beleuchtung. Was möchtest du zum Abschied noch sagen, Schwester? Weißt du noch Silvester? Alter, Silvester war beschissen, wirklich. Also ich fand das Spiel nicht so toll. Wieso nicht? Weiß ich, zu wenig Abwechslung. Es wirkt eher wie, hey, Animal Crossing ist beliebt, richtig? Komm, wir machen ein Partyspiel, weil wir gezwungen werden. Glaubst du, es reicht vom Inhalt her? Ja, oder? Die Fans, die kaufen das schon. Die Wii U ist sowieso auf dem Absteigen. Wenn sie mehr Inhalt wollen, also komm mal. Muss jetzt kurz überprüfen. Für dieses Spiel brauchen wir 6 Karten, das heißt, sie müssen sich nochmal 3 Karten kaufen. Ja. 7 Euro mehr. Stonks. Stonks. Hier brauchen sie auch 6 Karten. Also, nochmal 3 Karten mehr. Ja, das stimmt. Also, die müssen definitiv noch einmal ein Kartenpack kaufen. Mhm. Ich sag jetzt mal so, Preisverhältnis her. Originalpreis? Uff. Aber so, als es jetzt gesenkt war, war es gut. Das war schon immer 30 Euro. Wirklich? Ja. Okay. Immer. Bin ich mir sehr sicher. Weißt du warum? Weil du dann auf 50 Euro mit dem scheiß Kartenset kommst. Ja, na, wenn du auf Amazon brauchst du nur ein Kartenset. Das heißt, du würdest nur auf 40 kommen. Okay. Ja. Ich glaube, du kriegst immer so ein Zweierpack, oder? Ich dachte. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber die waren bei Müller sowieso überteuert. Die kriegst du ja immer auf Amazon viel günstiger eigentlich. Aber wir hatten so einen Amazon-Gutschein noch, oder? Das war, deswegen haben wir die. Hm. Naja, Müller-Gutschein meine ich. Ich muss aber sagen, vom Preis her, 30 Euro günstig. Du kriegst 2 Amiibos, die wahrscheinlich einzeln 15 Euro kosten, plus 3 Karten, die auch nochmal 10 Euro, 7 Euro kosten. Also, anstatt 37 Euro zahlst du 30 Euro für 2 Amiibos, 3 Karten und ein schlechtes Spiel, aber ein Spiel. Das hätte man auch nochmal für 10 Euro nochmal machen können. Also, ich würde nur sagen, vom Preis her, günstig. Also, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich wollte schon immer eine Moritz und eine Melinda Amiibo haben, warum auch immer du das haben willst, ich verstehe dich da nicht, aber wenn du eine immer haben wolltest, dann anstatt beide einzeln zu kaufen, falls man die beide einzeln kaufen kann, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber wenn man die beiden haben möchte, dann ist Amiibo Festival ein echt günstiges Spiel, weil, ich sag's mal so, 2 Amiibos und ein kostenloses Spiel dazu. Ich sag nicht, man kauft das Spiel, ich sag, man kauft die Amiibos und nicht das Spiel. Ich sag's mal so, es ist Obst im Haus. Ja. Jetzt habe ich mich beruhigt natürlich. Und jetzt wird weiter subtiliert. Also erst muss ich sagen, ich habe meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt wird weiter diskutiert.
kommt sie dich aus. Kannst du das eigentlich auswendig? Ich hab's viel zu oft angeguckt, ich hab's viel zu oft zitiert in meinen Let's Plays damals. Also gerade 2017, da habe ich manchmal nur Andreas zitiert. Warum eigentlich kommt sie dich aus? Das sagt er zu, seiner Tochter. Die sind gerade nach Hause gekommen und die Tochter ist noch in ihrer Jacke und er sagt, komm, zieh dich aus. Papa zieht sich auch gleich aus. Oh mein Gott, das ist so schlimm, Junge. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich, hochnäsige Zicke. Und damit beenden wir das Play. Ja, ich glaube, das passt. Gut. Melinda, willst du noch was sagen? Ich habe eine Socke wiedergefunden. Warte. Mit Horizons bin ich auch gut. Das funktioniert noch nicht so ganz. Ich fusioniere euch wieder zu Ted Linda. Hallo, ihr kleinen Idioten. Ich hasse euch alle. Fickt euch. Meine Socken sind die besten. Ja, das war's. Und Moritz möchte natürlich auch noch sagen, ich bedanke mich bei meiner Mutter, bedanke mich bei meiner herzlosen Schwester, ich bedanke mich bei all diesen Zuschauern, die sich dieses gute Let's Play angeschaut haben von diesem wunderbaren Spiel. Moritz, hey, ich habe noch eine letzte Frage. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Rede. Was ist das hier? Das ist ein Giroy D, der sich danced. Du hast den Witz nicht verstanden. Leider ich nicht. Enttäuscht. Ich bin muss sagen, es ist entweder ein Giroy D oder eine Dekobeleuchtung. Moritz. Das ist was aber kein ist Möbel, passiert? Das ist kein Möbelstück. Natürlich ist das ein Möbelstück. Ein Giroy D ist doch kein Möbelstück. Das ist ein Lebewesen, was tot ist. Oh, dann halt das. Das ist eine Dekobeleuchtung. Oder vielleicht ein Tisch mit Schirm. Aber ich glaube an der Dekobeleuchtung. Und wer ist dieser wunderbare Mann in Gelb? Oh, das ist Husonius Chuck, genau. Maximus. Chuck, richtig. Ich habe auf ihn hier gezeigt. Hast du nicht? Du hast auf den gezeigt. Das kann keiner beurteilen, weil es hier nicht in der Aufnahme zu sehen ist. Aber, naja, ich freue mich gerade mit der Oma zusammen. Ich wollte nur sagen, ich bedanke mich bei meiner Mutter, ich bedanke mich bei meiner herzlosen Schwester, ich bedanke mich bei all den Zuschauern, die sich dieses wunderbare Spiel gegeben haben und sich natürlich auch kaufen werden. Und ich bedanke mich bei Manfred und dem anderen, bei anderen Gorilla für meine geilen Muckis. Auf Wiedersehen. Bei mir bedankt er sich nicht, weil... Für meine herzlose Schwester, habe ich gesagt. Ich bin aber nicht deine Schwester. Achso, ich bedanke mich natürlich bei Latte Nekto, dass sie sich natürlich dazu gewidmet hat, mitzumachen. Dankeschön, dass das Ganze das Play schlechter gemacht hat, weil sie immer geraged hat. Nein, denn ich brauche ja jemanden, gegen den ich gewinnen kann. Und Moritz richtig. Kann nur siegen. Richtig. Und ich bedanke mich natürlich bei diesem doofen Chef, der mich gesteuert hat. Ich brauche dich nicht mehr. Moritz ist jetzt selbstständig. Adieu. Bye, bye.